waren uns lange Zeit nicht sicher, ob Trainer Karas es wirklich ohne richtigen Libero hier probieren wird. Bis jetzt hat er uns nicht belogen. Da spielt eine richtige Viererkette. Weber. Klinsmann. Kersten. Sah aus wie im Training, liebe Zuschauer. Das ist das 1:0. Ulf Kersten bringt die deutsche Mannschaft in der 7. Minute in Führung. Deutlich zu sehen, die Schwächen da hinten. Die Flanke von Klinsmann. Auf den langen Pfosten. Der Torwart irrt unten drunter durch. Ulf Kersten, kein Gegenspieler, völlig ungenutzt. Und sowas wird natürlich sofort bestraft. Also, das ist ein Beginn, wie wir uns ihn besser nicht vorgestellt haben. Genau das, was Berti Vogt sich gewünscht hat. Den Gegner beeindrucken und sofort ein Türchen machen. Und die Sache wird sehr gut laufen. Und wir haben gesehen, in der Strafraumbeherrschung, da hat Torwart Vassili Koschelov seine Probleme. Auf der Linie, da sollen die Stärken liegen, haben wir eben auch nicht viel von gesehen. 1:0 für Deutschland nach 7 Minuten. Matthäus hat versucht, aus dem Abseits rauszugehen. Einwurf für Moldawien. 7.000 Dollar Prämie soll hier jeder Spieler bekommen. Für einen Sieg gegen Deutschland wohlgemerkt. Pogorelov. Ein Foul, prima gemacht von Thomas Hessler, nur den Ball gespielt. Wieder Deschenko. Klinsmann, da ist er! 2:0, kurz und trocken. Genau so, wie Berti Vogt sich das von der Dramaturgie her gewünscht hatte. Ein schnelles Tor zu Beginn der ersten Halbzeit und dann das komfortable 2:0. Kirstens Aktion hier gegen Pogorelov. Klinsmann übernimmt, am Mann vorbei. 2:0. Kann sich sehen lassen und es war Klinsmanns 27. Treffer. Letzten Samstag, da hat er erst das 2:1 für Tottenham gegen Sheffield Wednesday gemacht. 15 Tore inzwischen ja auch in der englischen Liga. Liegt sich so ein bisschen in Sicherheit jetzt. Lässt es nicht mehr ganz so engagiert wie in der ersten Halbzeit angehen. Und Berti Vogt ist auch wieder aufgestanden und steht jetzt wieder ein Stückchen vor seiner Hütte da drüben. 50 Minuten im Übrigen sind gespielt. Klinsmann. Matthäus, das 3:0. Ein Moment lang hat es wie abseits ausgesehen, aber Schieds- und Linienrichter sind sich sofort einig. Das 3:0 durch Lothar Matthäus. 71. Minute. Damit dürfte dieses Spiel dann gelaufen sein. Die Vorarbeit von Klinsmann hier. Die Brustannahme durch Matthäus. Der Schuss sofort hinterher. Sein 21. Länderspieltor im 121. Spiel. 4 Spiele trennen ihn ja noch vom Länderspiel-Weltrekord des englischen Torwarts Peter Shilton. Der hat 125 da stehen. Und jetzt könnte Berti Vogt sich bei seinem sogenannten Goldjubiläum ruhig wieder hinsetzen.